Aber nun wollen wir uns ganz auf den heutigen Vortrag und die heutige Vorlesung konzentrieren. Ich freue mich unheimlich, dass Anne-Kathrin Kuhuth heute zu uns sprechen wird. Und da kommt sie jetzt auch ins Bild. Hallo Anne-Kathrin, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue Danke. Mich sehr. Und ich weiß auch, dass einige Studierende, die sich gerade brennend für Feminismus und Internetkultur interessieren, deinen Beitrag in der Vorlesung mit großer Spannung erwarten. Ich möchte Ihnen Anne-Kathrin Kuhuth kurz vorstellen. Anne-Kathrin Kuhuth ist Wissenschaftlerin, Autorin, Herausgeberin und Bloggerin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Germanistik, genauer gesagt in der neueren deutschen Literaturwissenschaft an der Universität Siegen, wo sie unterrichtet. Anne-Kathrin ist Herausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik, die Sie wahrscheinlich kennen, inklusive des dazugehörigen Online-Magazins mit dem Titel Pop-Zeitschrift. Dort erscheinen eben auch immer wieder Texte zu Internet-Bildphänomenen. Ich glaube, ihr habt so eine regelrechte Kolumne auch zu diesem Thema eingerichtet. Und ja, das ist ein Thema, das du da tatsächlich auch, glaube ich, sehr stark einbringst, was natürlich toll ist. Anne-Kathrin schreibt auch selbst regelmäßig für die Pop-Zeitschrift, ebenso wie für die Zeitschrift Art, für die Interview, für Zeit Online und weitere Zeitschriften, Zeitungen und auch für Ausstellungskataloge. Erwähnen möchte ich eine Buchpublikation mit dem Titel Kein schöner Land, Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart. Das ist bei Beck erschienen im letzten Jahr. Dieses Buch hat sie zusammen mit, wenn ich das richtig verstanden habe, acht anderen Autorinnen und Autoren geschrieben, also unter anderem Leander Steinkopf, Daniel Gerhardt, Katharina Herrmann, Noemi Schneider und andere. Und es handelt sich um so eine Art Gegenwartsdiagnose deutscher Kultur. Und Anne-Kathrin hat da eben etwas, ja, so eine Art Gegenwartsdiagnose zur Kunst beigesteuert. Nennen möchte ich außerdem einen ganz aktuellen Aufsatz, auch weil der eben sehr gut zum Thema der Ringvorlesung passt, und zwar über Reaction-Videos. Und dieser Aufsatz trägt den Titel Improvisierte Kritik und erscheint 2021 in einem Band von Oliver Ruf und Christoph Winter mit dem Titel Small Critiques, transmediale Konzepte feuilletonistischer Schreibweisen der Gegenwart. Anne-Kathrin erarbeitet außerdem eine Kulturgeschichte des Nerds. Auch hier dürfen wir sehr gespannt sein. Und erwähnen und sehr empfehlen möchte ich außerdem Anne-Kathrins eigenen Blog. Der heißt So frisch, so gut, ein Blog über Popkultur, Internetphänomene und Kunst. Und auch hier findet sich jede Menge Content zum Thema digitale Bildkulturen. Und auch, das ist vielleicht für unser Publikum heute auch besonders interessant, viele Beiträge zum Thema Kunstgeschichte und Internet. Ja, im letzten Jahr hat Anne-Kathrin Kuhuth zusammen mit Wolfgang Ulrich, der ja letzte Woche zu uns gesprochen hat, die Buchreihe Digitale Bildkulturen ins Leben gerufen, eine Reihe beim Verlag Klaus Wagenbach in Berlin. Und in dieser Reihe hat sie dieses schöne Büchlein zum Thema Netzfeminismus publiziert. Und damit sind wir auch beim Thema des heutigen Vortrags angekommen. Ich möchte auch noch kurz erwähnen, dass ihr auch einen eigenen YouTube-Kanal zu der Reihe betreibt. Und dort sind nun auch schon drei Vorträge der Ringvorlesung erschienen. Das freut mich natürlich ganz besonders und ist auch sehr praktisch für Sie alle, die, wenn Sie vielleicht eigene Vorträge verpasst haben, dann empfehle ich Ihnen einen Blick auf diesen YouTube-Kanal. Ja, liebe Anne-Kathrin, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Vielen Dank, liebe Kerstin, für die schöne, also für die Einladung und für die schöne und ausführliche Einführung zu meiner Person. Ich habe ja, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, in Dresden studiert und ich muss wirklich sagen, dass ich das total schade finde, heute nicht in der August-Bebel-Straße zu sprechen, wo ich selber so viele Vorträge gehört habe und studiert habe, sondern nur digital, aber ich werde mir das jetzt so vorstellen, imaginieren in der nächsten Stunde.
dass ich da stehe und genau an diesem Ort, wo ich selbst so viel Zeit verbracht habe. Ich teile mal die Präsentation mit dir, mit euch, mit Ihnen. Und ich hoffe, man kann das jetzt alles ganz gut erkennen. So. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und das Video funktioniert auch? Na, das hängt jetzt gerade ein bisschen wieder, aber es geht. Okay, das macht nichts. Was Sie jetzt schon hier im Hintergrund sehen können oder vielleicht erst gleich sehen werden, wenn das Video ein bisschen besser funktioniert, ist eine aufgezeichnete Fernseh-Live-Übertragung eines Baseballspiels vom Oktober 2015, die in US-Amerika für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Zu sehen ist, wie die Fernsehkamera eine Gruppe von Mädchen aus einer Studentinnenverbindung ins Bild fasst, die, Sie können das jetzt vielleicht erkennen, zusammensitzen und jeweils Selfies machen, zum Teil allein, zum Teil aber auch in kleineren Gruppen. Zu sehen ist aber auch, dass schon allein dadurch, dass sie während eines laufenden Baseballspiels derart exponiert immer wieder von der TV-Kamera erfasst werden, in aller Öffentlichkeit ja regelrecht vorgeführt werden. Und dieser Effekt bestätigt sich schließlich auch in dem, was der Kommentator des Spiels, Sie können sich das vorstellen, es ist ein erwachsener Mann, also wie dieser Kommentator das Bild oder das Video kommentiert. Und zwar imitiert er die Frauen und lacht und sagt sozusagen ironisch, zynisch ins Mikrofon: Das ist das Beste von den 3000 Bildern, die ich heute von mir selbst gemacht habe. Und schließlich kommentiert er weiter: Die Mädchen seien regelrecht besessen von ihren Telefonen. Mit einem Kollegen macht er sich dann noch über ihren Gesichtsausdruck lustig und ruft dann mit so inszenierter Verzweiflung nach Hilfe: Jemand solle das doch bitte jetzt unbedingt stoppen und den Mädchen die Smartphones endlich wegnehmen. Währenddessen betrachten wir jetzt, aber natürlich damals auch die FernsehzuschauerInnen, diese Gruppe von jungen Frauen eigentlich beim freudigen Beschäftigtsein, die ja von den Kommentaren auch nichts wissen, sondern sich untereinander sehen. Seelenruhig posieren sie also mit ihrem Essen für die Kamera, prüfen die Ergebnisse dann auf ihren Smartphones, vielleicht ja, veröffentlichen sie auch das eine oder andere Bild sofort irgendwo online oder sie löschen einfach die Misslungenen. Die Verbindungsschwestern haben in dem Moment also keine Macht darüber, wie ihre Bilder dargestellt werden für das breite Publikum des Fernsehens und des Baseballspiels. Sie sind sozusagen den Kommentaren der männlichen Ansager völlig ausgeliefert, die dann nach einer Weile einfach das Interesse an den Frauen verlieren und sich dann dem Spiel zurückwidmen. Aber es ist das Jahr 2015, also das Zeitalter der sozialen Medien, und die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Und auch die Kommentatoren kommen natürlich nicht ganz unbestraft davon und werden und oder wurden damals im Netz durchaus auch vielfach als unfaire Sexisten beschimpft. Fast unmittelbar, nachdem das Ereignis ausgestrahlt wurde im Fernsehen, hat nämlich jemand einen Clip mit der Szene auf Reddit gepostet. Hier sehen Sie den originalen Post, wo es auch sofort viral ging und sich über das genannte Netzwerk, also hier Reddit, hinaus verbreitet hatte. Und hier nun gab es aber bei weitem nicht mehr nur noch Kritik von den Kommentatoren, sondern eben vielfach reproduzierte sich auch das Bild, das die Kommentatoren von den jungen Frauen selbst gezeichnet hatten, als eine Gruppe von ja, oberflächlichen, verwöhnten, narzisstischen Girls, die sich viel, viel mehr dafür interessieren, wie sie selbst, wie ihr Bild in den sozialen Medien aussieht, als für den Verlauf des Baseballspiels. Also, dass das Spiel vielleicht sogar nur eine Kulisse für die Frauen darstellt. Und damit schrieben sie quasi eine Assoziation fort, die sogenannte Girls, also als eine Art von Typus, als eine Art von Figur, Mädchen oder junge Frauen, wie auch immer man davon sprechen möchte, in das gleiche kulturkritische Licht rückt wie sonst die sogenannte Kulturindustrie. Eine Assoziation, die Thomas Hecken in seinem Buch Girl und Popkultur, hier sehen Sie nochmal so ein paar der Reaktionen auf dieses Bild, aber ich gehe mal direkt weiter. Also eine Assoziation, die Thomas Hecken in seinem Buch Girl und Popkultur in ihrer Eindeutigkeit offengelegt hat und die da lautet, ich zitiere, und Sie können das ja auch sehen: Pop ist offensichtlich ein Mädchen. Was meint er dabei? Bei den Beschreibungen des Girls verhalte es sich, so Thomas Hecken, wie bei der Charakterisierung des Pop auch, ich zitiere weiter,
die also bei der Beschreibung des Girls verhält er sich genauso wie bei der Beschreibung des Pop quasi, und ich zitiere weiter: Die Produkte der Popkultur seien oberflächlich und standardisiert, heißt es fast immer abfällig. Ihre verführerischen Schlüsselreize zielten auf eine schnelle, körperlich spürbare Wirkung. Bei Mädchen und jungen Frauen sieht es ganz ähnlich aus. Schon bevor mit dem Begriff des Girl oder auch mit der Figur des Girl die junge, moderne Frau bezeichnet wurde, stand er für Tänzerinnen der englischen und der amerikanischen Revuen, die bekannt dafür waren, Sie kennen das sicherlich, dass sie im Gleichschritt ihre Beine zeigten beim Tanzen. Und schon damals, 1931 oder 1932, hatte Siegfried Krakauer über solche Tänzerinnen geschrieben, auch das zitiere ich Ihnen, sie entsprechen dem Ideal der Maschine. Diese Analogie oder diese Äußerung deutet ebenfalls auf die Assoziationen, die ich gerade erwähnt habe, hin, also zwischen dem Konzept des Girl, dem Konsum bzw. der massenindustriellen Produktion und dem Pop bzw. der Populärkultur, die sich eben vor allem durch Wiederholung auszeichnet. Und diese Analogie herrscht bis heute nicht nur bei Männern wie den beiden Baseball-Kommentatoren vor oder auch bei AntifeministInnen oder Geschlechtskonservativen, sondern eben auch und ganz besonders bis heute bei FeministInnen. So werden viele der netzfeministischen KünstlerInnen, von denen ich ja heute Abend noch sprechen werde, nicht nur von den sogenannten alten weißen Männern geschmäht, sondern eben auch vor allem von jenen FeministInnen, die im Konzept des Girl, das spätestens auch seit den 90er Jahren und im Zusammenhang mit dem Slogan Girl Power als ja, oberflächlicher Popfeminismus kritisiert wurden und immer noch werden, die darin keinen Fortschritt sehen, sondern eben nur einen Rückschritt in sexualisierte Darstellungsweisen, in den Male Gaze, in das Bild der verführbaren Konsumentin. Ja, die Kontroverse über die selfie-machende Schwesternschaft mündete jedenfalls am Ende darin, dass die Moderatorin und Komikerin Ellen DeGeneres besagte junge Frauen in ihre Show einlud, wo diese dann die Gelegenheit bekommen haben, die Geschichte aus ihrer Perspektive zu erzählen. Und eine von ihnen erklärte, ich zitiere sie, sich treffen und Selfies machen ist eine sozialisierende und verbindende Erfahrung, um einander kennenzulernen. Zitat Ende. Bei dem Spiel zu sein, hatte also tatsächlich weniger mit Baseball zu tun, als mit dem Aufbau und mit der Entwicklung einer eigenen Schwesternschaft und ja, vielleicht auch schlichtweg natürlich für eine gelungene Kulisse. We only went for the ice cream and the selfies, kommentiert eine der jungen Frauen dann selbstironisch auf ein auf Instagram gepostetes Selfie, das dann bei exakt diesem Event, also bei dem Spiel entstanden ist, möglicherweise auch bereits als Antwort auf den viral gegangenen Clip. Was die Schwestern mit ihren Selfies und mit den Kommentaren betreiben, ist, und zwar jetzt mal ganz unabhängig davon, ob uns ihre Community und deren Kultur gefällt oder nicht, es ist Empowerment. Also dieses freundliche, dieses strahlende Foto, das sich die Kritik aneignende und irgendwie affirmierende auch Kommentar ist an die eigene Schwesternschaft gerichtet und sie soll die eigenen Mitglieder in ihrer Identität bestärken, und zwar der ganzen Schmäh, der ganzen Kritik und vielleicht sogar dem Hasstritter zum Trotz. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, Empowerment. Allerdings nicht als diese intuitive Praxis, als die sie uns jetzt in der Anwendung der Schwestern aus dem Baseballstadion erscheint, denn sie sind zwar, also sie sind ein interessanter Fall, weil an ihnen die generelle intuitive Verwendung von sozialen Medien als Instrumente, könnte man sagen, von Empowerment exemplarisch gezeigt werden kann, ebenso eben wie die Fortführung auch dieser langen Tradition der Kritik an etwas, das man vielleicht auch Girl Empowerment nennen könnte. Aber mir geht es heute mehr noch darum, Empowerment als etwas zu begreifen, das eine eigene Netzkultur darstellt und das zunehmend die gesamte Gesellschaft bestimmt und eine ja, teilweise oder vielfach bewusst eingesetzte und eben auch künstlerische Strategie ist. Während die Ausgangsfrage für mein Buch gewesen ist, wie sich Feminismus ganz allgemein über Bilder artikuliert und ich damit auch das Feld dessen, was zu untersuchen ist, damals sehr weit geöffnet habe, möchte ich heute gerne den Fokus auf ein Subthema legen oder auf eine Subfrage legen vor allem, die mich schon tatsächlich seit der Entstehung auch des Buches beschäftigt hat,
dort aber eigentlich nur ganz am Rande vorkommt, nämlich inwiefern Empowerment vor allem als eine Bildstrategie möglich ist und von den KünstlerInnen und BildproduzentInnen im Netz auch als solche reflektiert und angewendet wird. Und vor diesem Hintergrund möchte ich heute versuchen, einen ganz bestimmten Netzfeminismus zu erfassen, der sich durch eine ganz bestimmte Ikonografie, eine ganz bestimmte Ästhetik und eine ganz bestimmte künstlerische Strategie, nämlich eben jene des Empowerment, auszeichnet. Bei den KünstlerInnen, von denen ich heute überwiegend sprechen werde, und eine Auswahl von deren Arbeiten können Sie jetzt schon mal für den ersten Eindruck hier sehen, handelt es sich zwar nicht um eine selbsterklärte Gruppierung, allerdings kann man durchaus von einer Bewegung sprechen, da die ProduzentInnen zu großen Teilen untereinander vernetzt sind und teilweise auch eine gemeinsame Bildästhetik und vor allem ein übergreifendes Bildrepertoire erarbeitet haben. Sie gehören zudem ungefähr einer Generation an. Sie sind auf denselben Online-Plattformen vertreten und sind eigentlich alle auch dort erst zu ihrem Erfolg gekommen. Früher war das vor allem auf Tumblr, heute ist das vor allem auf Instagram. Aber sie sind auch zudem in gemeinsamen Ausstellungen zu sehen. Eine der ersten war in Bloom. In Bloom, so hieß die Ausstellung 2011 in Toronto. Zuletzt waren viele der heute genannten KünstlerInnen in der Ausstellung Virtual Normality zu sehen, letztes Jahr in Leipzig, hier im Museum der Bildenden Künste. Und sie haben auch vielfach gemeinsame Buchprojekte initiiert oder wurden in Buchprojekten gemeinsam erfasst. Zum Beispiel, und Sie können das hier sehen, das Magazin Rookie, Babe, Anthologie, könnte man sagen, von Petra Collins initiiert, Girl Gaze, und zuletzt habe ich Ihnen noch Pics or It Didn't Happen mitgebracht, eine Publikation, in dem Bilder ausgestellt oder gezeigt werden, die von Instagram gelöscht werden, weil sie Tabus brechen, Bilder gelöscht werden, die als Tabus angesehen werden, die aber natürlich gerade von den genannten KünstlerInnen nicht mehr als Tabu gesehen werden wollen. Also es handelt sich zum Großteil um FeministInnen, die selber Bilder machen, manche davon eben als KünstlerInnen oder sie aber auch nur teilen oder anderweitig publizieren. Und einige der KünstlerInnen sind zum Beispiel Petra Collins, Molly Soda, Avida Beiström oder Mayan Toledano, die ich heute Ihnen auch so ein bisschen zeigen werde im Laufe des Vortrags. Aber wie gesagt, die genannten ProtagonistInnen sind keine feste Gruppierung, vielmehr könnte man hier eher die Netzwerkmetapher verwenden und sie als einen wichtigen Knotenpunkt beschreiben, der ja ein konstitutives Element eines bestimmten Netzwerks oder einer bestimmten Community darstellt. Und wie das Netzwerk auch, um die Metapher noch ein bisschen weiter zu bemühen, lässt sich auch die netzfeministische Bewegung, von der ich heute spreche, bildlich als eine Art Geflecht beschreiben, und zwar zwischen KünstlerInnen, AktivistInnen, Werbetreibenden und darüber hinaus auch zahlreichen privaten NutzerInnen der sozialen Medien. Und denn sie alle gestalten die Bewegung mit, sie alle nutzen die vorhandenen Bilder als Bekenntnismedien für sich selbst oder nehmen aktiv an netzfeministischen Bildaktionen teil. Und auch in den journalistischen Medien gab es eine Reihe von Bemühungen, diesen netzfeministischen Knotenpunkt einmal zu benennen. Dabei war dann zum Beispiel von einem webnativen Postfeminismus die Rede oder einer New Feminism Wave oder einer vierten Welle des Feminismus. Und auch ich möchte heute den Feminismus versuchsweise als eine Art Ismus, wenn man so will, begreifen, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick antiquiert oder sich irgendwie anachronistisch anhören mag, geht man ja doch eigentlich schon seit den 90er Jahren und mit dem Ausruf eines sogenannten Endes der Geschichte eigentlich einstimmig davon aus, dass damit auch die avantgardistischen Bewegungen zu einem Ende gekommen waren, dass es also wichtige Weichenstellungen, dass es große Umbrüche in den bildenden Künsten nicht mehr so gäbe, sondern dass nur noch die in der Moderne und Postmoderne erarbeiteten und manchmal auch wahrscheinlich erkämpften Ikonografien, Ästhetiken und künstlerischen Strategien wiederholt, gemash-upt, reenacted werden, wenn auch immer vor dem Hintergrund dann der je eigenen Gegenwart und der je eigenen Trending-Topics. Ja. Ich gestehe sogar, vieles spricht dagegen, das, was ich gerade einen netzfeministischen Knotenpunkt genannt habe, als eine avantgardistische Bewegung zu bezeichnen.
vieles spricht auch dagegen, das, was die durchaus ja, verschiedenen KünstlerInnen, Aktivistinnen, NutzerInnen eint, nämlich das durchaus auch ästhetisch verfolgte Ziel des Empowerment, als etwas Revolutionäres, als einen Umbruch, als etwas gänzlich Neues oder als eine Absage an das Alte zu deuten, wie man das vielleicht sonst gemacht hätte, wenn man sich mit einem Ismus beschäftigt. Und dennoch würde ich sagen, dass in den letzten Jahren ein sehr wichtiger Paradigmenwechsel stattgefunden hat, der zwar nicht initial von Netzfeministinnen hervorgebracht oder ausgelöst wurde, aber doch wesentlich von ihnen mitgetragen, von ihnen mitgestaltet und forciert wurde und auch noch immer wird. Und dass sich der künstlerische Netzfeminismus so schwer oder sogar überhaupt nicht als eine avantgardistische Bewegung charakterisieren lässt, das hat mit eben jenem Paradigmenwechsel zu tun. Einem Wechsel, um das vielleicht schon mal zu benennen, der innerhalb der kulturellen Kommunikation stattgefunden hat, und zwar von der das 20. Jahrhundert über dominierenden Praxis, Rhetorik, Ästhetik der Provokation hin zu einer viele Bereiche der sozialen Medien dominierenden Praxis, Rhetorik und Ästhetik des Empowerment. Es hat also, so meine These, eine Art Gewichteverlagerung innerhalb aktivistischer Kunst und aktivistischer Netzbewegungen stattgefunden, von der Provokation zum Empowerment und die beiden Begriffe, also um die beiden Begriffe mal direkt miteinander zu konfrontieren, von einer Strategie, die ja charakteristisch war für die meisten avantgardistischen Bewegungen und die natürlich weit darüber hinaus unsere gesamte kulturelle Kommunikation beeinflusst hat, hin zu einer Strategie, die für heutige Bewegungen im Social Web charakteristisch ist. Ja, der Begriff Empowerment, das dürfte kaum einem entgangen sein, erlebt gerade eine Konjunktur. Von Empowerment ist längst nicht mehr nur die Rede in Diskursen über Feminismus, Rassismus oder Klassismus, sondern er schmückt vielfach Headlines, Bildbeschreibungen und, würde ich sagen, wird mittlerweile sogar sehr selbstverständlich in der Alltagssprache verwendet, und zwar für sehr vieles, das vorher wahrscheinlich unbenannt geblieben sein muss oder mit anderen Begriffen bezeichnet wurde. Ich denke da beispielsweise an aufbauend, motivierend, inspirierend oder ermutigend. Und ich würde sogar noch weitergehen und die Hypothese aufstellen, dass Empowerment mittlerweile gesamtgesellschaftlich ein wichtiges und ein mächtiges vor allem Konzept darstellt, sowohl in der Politik, denken Sie nur an Barack Obamas Yes We Can oder Angela Merkels Wir schaffen das, als auch in der Kultur. Empowerment benennt allerdings zuerst mal eine Strategie, die in der sozialen Arbeit angewendet wird und deren Ziel es ist, ja, die politische, die soziale, kulturelle, ökonomische Stärke von Personen einer Gemeinschaft oder einer ganzen Gemeinschaft zu steigern, die erstmal strukturell benachteiligt sind, sei es jetzt durch Konstrukte wie Rasse, Religion, Gender, Sexualität, Klasse oder Alter. Dabei war der Begriff vor allem im politischen Diskurs innerhalb der Bürgerrechtsbewegung in den USA, und zwar in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gebräuchlich, bis er schließlich von Barbara Bryan Solomon konzeptualisiert wurde, die Empowerment damit auch für die soziale Arbeit fruchtbar machte. Und tatsächlich wird Empowerment heute in der breiten Öffentlichkeit, meinem Gefühl nach zumindest, eigentlich sehr wenig mit der Black Community in Verbindung gebracht. Vielmehr scheint immer diese Popularisierung des Begriffs unter anderem auch auf die NetzfeministInnen zurückgeführt zu werden, was sich zum Beispiel auch darin zeigt, dass diese Bücher, auch das, was ich Ihnen gerade hier zeige, Black Empowerment, ja, in keiner neuen Auflage erscheinen, dass die eigentlich so ein bisschen vergessen sind und gar nicht mehr so thematisiert werden, zum Beispiel in Diskursen über Empowerment. Ja, eine zentrale These jedenfalls von Solomons 1976 veröffentlichten Buchs Black Empowerment lautet, dass Einzelpersonen und Gruppen in Gemeinschaften von, in diesem Fall People of Color, derart negativen Bewertungen seitens der breiten Gesellschaft ausgesetzt sind, dass die damit verbundene Hilfe und die damit verbundene Machtlosigkeit nicht mehr nur außerhalb, sondern besonders auch innerhalb der betroffenen Gruppe allgegenwärtig und dadurch lähmend ist. Empowerment soll in diesem Sinne dazu dienen, die Gruppe von innen heraus zu stärken. Die Aufmerksamkeit soll nicht mehr auf die vielfach erfahrenen Diskriminierungen von außen gelegt und damit eben auch auf die verbundenen Niederlagen gerichtet werden, sondern auf die jeweiligen Stärken und auch die Besonderheiten von Personen, Gruppen oder Gemeinschaften.
Natürlich am Ende mit dem Ziel, eigene Kräfte zu gewinnen, eine gewisse Unabhängigkeit und neue Handlungsspielräume zu erschließen. Die derzeitige Popularität von Empowerment, nicht nur als Strategie, sondern auch als eine bevorzugte Rhetorik im Umgang mit gesellschaftlichen und politischen Konflikten, ist, würde ich sagen, oder so meine These, durch nichts Geringeres als die Struktur und Funktionsweise der sozialen Medien zu erklären, bei der die eigenen Follower, die eigenen Communities stehen, es also um die Vergrößerung, also per se um die Vergrößerung der Knotenpunkte geht. In der sogenannten Ökonomie der Aufmerksamkeit, die sich oder die in den sozialen Medien vorherrscht, geht es also immer darum, möglichst viele zum Folgen zu animieren, zum Gefallen zu animieren, zum Teilen zu veranlassen. Und zwar nicht nur, weil man lapidar gesagt einfach nur wirklich gemocht werden will, sondern weil hier Aufmerksamkeit eine Währung darstellt. Und das heißt, die Vergrößerung der Aufmerksamkeit bedeutet immer auch, oder die Vergrößerung auch der Followerschaft und Community bedeutet hier auch einen Zuwachs an Macht. Ja, im Folgenden möchte ich nun versuchen, Empowerment als künstlerische bzw. bildästhetische Strategie zu begreifen oder irgendwie mal zu fassen. Wenn man nach empowernden Bildern, Videos, Artefakten ganz allgemein in der westlichen Kunstgeschichte Ausschau hält, so fällt zunächst einmal ins Auge, dass zumindest wenn es jetzt um gesellschaftspolitische Arbeiten geht, für lange Zeit weithin andere Bildstrategien vorherrschen, und zwar die Provokation, die Subversion und die Affirmation. Fast nie eigentlich das Empowerment. Im Aktivismus und besonders in der künstlerischen Avantgarde überwog sogar bei weitem die Provokation. Natürlich gibt es weniger Ausnahmen, die man eventuell als empowernd diskutieren könnte. Hier ist zum Beispiel im Hinblick auf die Wirkung oder die Funktion empowernder Bilder sozialistische Kunst zumindest mal in Betracht zu ziehen. Wenn zum Beispiel in Bildern von arbeitenden Müttern, Frauen und fürsorglichen Vätern eine positive Zukunft des Lebens im Sozialismus gezeichnet werden sollte, nicht zuletzt natürlich zu dem Zweck, die BetrachterInnen zu erbauen und zu motivieren. Ein Beispiel dafür sehen Sie hier gerade schon, ist das Wandbild von Max Lingner mit dem Titel Aufbau der Republik von 1952-53, das sich am Detlef-Rohwedder-Haus in Berlin befindet. Und Sie sehen, darauf dargestellt ist eine sozialistische Utopie, die Einheit und Gleichheit aller Gegensätze. Hier kommen also Arbeiter und Intellektuelle zusammen, hier kommen Stadt- und Landbewohner zusammen, hier kommen Männer und Frauen zusammen. Zwar kann man dieses Bild durchaus als ein Motivationsbild ansehen, da es den BürgerInnen eine ja, gute und glückliche Zukunft verheißt, wenn dann die klassenlose Gesellschaft eintritt, aber solche Bilder waren kein Werkzeug der Machtlosen zur Selbstermächtigung, sondern ein Werkzeug der Machthaber zur Erziehung der von ihnen Unterdrückten und deshalb natürlich kein Empowerment. Auch in der feministischen Kunst war die Strategie des Empowerments bis vor einigen Jahren nur selten zu finden, sehr selten zu finden und wurde, wenn dann, sofort scharf kritisiert. Künstlerinnen wie Louise Bourgeois oder Kiki Smith, die Sie hier sehen, besannen sich zwar bereits auf etwas spezifisch Weibliches und nutzen dies auch als Ressource für ihre Kunst, wenn sie zum Beispiel Schamlippen oder den Uterus modellierten. Zum Beispiel jetzt hier in der Arbeit Janus Fleury von Louise Bourgeois aus dem Jahr 1968, die Sie hier auf der linken Seite sehen und die eine Kombination männlicher und weiblicher Geschlechtsteile in Bronze gefasst hat. Aber Form und Materialität dieser Skulptur regten, das können Sie sicherlich nachvollziehen, nicht dazu an, die eigene Geschlechtlichkeit als Stärke und als Kraft zu empfinden, sondern vielmehr, und das ist natürlich genauso relevant oder auf jeden Fall nicht weniger relevant, sondern vielmehr über die damit verbundenen Erfahrungen und von Ausgrenzung und von Leid und von Diskriminierung nachzudenken, von Zitat Unbehagen und Verwundbarkeit zu sprechen, wie es auch in der zeitgenössischen Rezeption hieß. Die Präsentation, das Objekt hing damals von der Decke und befand sich dann, wird wahrscheinlich heute immer noch so gezeigt, und befand sich dann auf Augenhöhe der BetrachterInnen, wurde von den damaligen Rezensenten als eine Störung regelrecht wahrgenommen, als eine Beunruhigung oder sogar, Zitat, als Bedrohung der eigenen imaginierten Identität. Also von Empowerment kann hier ebenfalls keine Rede sein. Als ein frühes Beispiel für empowernde Kunst können
dagegen einige Arbeiten von Judy Chicago angesehen werden. Darunter eine Arbeit von 1974, die eine Vulva auf einem Porzellanteller zeigt, die Sie hier sehen können. Die Vulva besitzt große fleischliche Schamlippen, die auf dem darunter befindlichen Papier auf eine solche Weise verlängert werden, dass sie wie ausgebreitete Flügel aussehen. Und was dann daran empowernd ist, vielleicht noch nicht so sehr ästhetisch, aber inhaltlich, bemerkt man spätestens, wenn man die um den Teller herum platzierte kreisrunde und auch titelgebende Inschrift Flesh Spreading Her Wings and Preparing to Fly gelesen hat. Also Judy Chicago inszeniert hier ein weibliches Geschlecht, das seine Flügel ausbreitet und zum Flug ansetzt. Eine Vulva, die sich im Aufbruch befindet, zum Befreiungsschlag ansetzt. Insofern ist es also ein Bild, das Mut machen soll, an ja auch die emanzipatorischen Ziele zu glauben und dabei zugleich gezielt gegen das vorherrschende Sprachbild des Lochs und der damit verbundenen Marginalisierung des weiblichen Geschlechts als Leerstelle vorgeht. Und zwar, und das ist das Interessante daran, visuell, also mit Hilfe eines Bildes. Die Vulva, so zeigt es ihre Arbeit, ist kein Loch, sondern sie hat eine eigene und noch dazu eine ausdrucksstarke Form. Damit hat Judy Chicago Empowerment als eine Bildstrategie etabliert. Heute sind vergleichbare Bilder in ja, den sozialen Netzwerken wie Instagram, wie Tumblr, aber auch weit darüber hinaus in Aktionismus, in Werbung, in Kunst, aber auch in Stockfoto-Agenturen, wie Sie sehen können, überall zu finden. Und sie werden wie einst Chicago dafür meistens hart ins Gewicht genommen, als ja, amerikanischer oberflächlicher Kitsch abgetan. Die Literatur- und Kunstkritikerin Verena Auffermann rezensierte damals The Dinner Party, also eigentlich das Hauptwerk von Judy Chicago, das ästhetisch aber durchaus an Flesh Spreading Her Wings anknüpfte. Auffermann rezensierte diese Arbeit 1987 für die Zeit und schrieb da, das mache ich jetzt nur, um mal ein Beispiel zu geben, Zitat, in ihren rosa Turnschuhen steht Judy Chicago zwar als Respektperson auf dem Boden, auch wenn sie zu ihrem dritten Ehemann, einem Fotografen, sehr weit hochblicken muss. Zitat Ende. Die Arbeit selbst weiß Auffermann, dass ich wie sie ist, nur mit Zitat, jetzt haben die Männer gut lachen, zu kommentieren. Was also dieses Kommentar verrät, ist vor allem, dass Auffermann es nicht schafft und es vielleicht 1987 auch noch nicht schaffen konnte, den Blick weg vom unterdrückten System oder unterdrückenden System, den Männern, dem Patriarchat, ihren Normen, ihren Kriterien, ihrem Gaze und radikal hin zum eigenen System, in diesem Fall den von Frauen zu richten. Zum einen, weil es ja als künstlerische Strategie schlichtweg unüblich war, zum anderen, weil die Grenze zwischen Kunst und Populärkultur, also zwischen sich der Kultur, Konsumkultur vermeintlich entziehenden künstlerischen Strategien und solchen, die genau darauf abzielen, noch viel schärfer gezogen war, als es heute der Fall ist. Ja, jede Strategie enthält immer auch ein ganz oder ein implizites erstmal Handlungsprogramm und eine eigene Grammatik. Und die erste und die wichtigste Handlung beim Empowerment ist die Abwendung vom Gegnerischen und die Hinwendung zum eigenen unterdrückten, benachteiligten oder aus welchen Gründen auch immer nach Macht strebenden System. Worin sie sich auf den ersten Blick grundsätzlich von der Provokation unterscheidet, ist doch, wie Urs Steli einmal treffend beschrieb, Zitat, das Eigentümliche an der Provokation, dass der Adressat der Provokation nicht im eigenen System zu finden ist. Zwar geht es bei der Provokation wie auch beim Empowerment darum, die herrschende, also die etablierte Kultur und Gesellschaft in Frage zu stellen und für schlecht befundene Zustände anzuprangern. Doch richtet sich das Empowerment eben an das eigene, die Provokation hingegen an das von ihr in Frage gestellte System. Empowert werden die von Missständen Betroffenen, provoziert werden hingegen diejenigen, die man ja als Täter sozusagen ausmacht, die es zu stürzen gilt. Während Provokation immer auf die Störung oder die Zerstörung eines Systems abzielt, und zwar des Etablierten, geht es beim Empowerment um das Umstürzen, Unterstützen oder sogar Aufbauen eines Systems, und zwar logischerweise des Unterdrückten. Diese Adressierung an die eigene Community ist gewiss das zentralste Charakteristikum von Empowerment, das sich auch mal mehr ikonografisch, mal mehr ästhetisch in den Arbeiten der genannten netzfeministischen KünstlerInnen niederschlägt. Ziel dieser Adressierung und auch des Empowerments ist
Ja, allgemein, das Aushandeln, das Erkennen, das Erfassen einer eigenen Kultur. So beschäftigt sich zum Beispiel Mayan Toledano mit verschiedenen Gruppen und Kulturen von Frauen. Darunter zum Beispiel, das können Sie hier sehen jetzt, auch eine Schwesternschaft in Alpha Kappa Alphas, zugleich die erste schwarze Schwesternschaft, die 1908 gegründet wurde. Und in ihrer fotografischen Dokumentation dieser Schwesternschaft zeigt Toledano eine Gruppe von Frauen, die eine eigene Kultur leben, eine gemeinsame Vergangenheit haben und kollektive Traditionen pflegen. In dem Klassiker, also dem Klassiker der feministischen Literatur schlechthin, nämlich das andere Geschlecht, hat Simone de Beauvoir 1951 die Frage gestellt, wie es eigentlich sein kann, dass Frauen die männliche Selbstherrlichkeit und ihre eigene Unterwerfung einfach nicht anfechten, sondern sich immer weiter gemütlich machen im Patriarchat und das, obwohl sie rein zahlenmäßig eigentlich gar keine Minderheit darstellen. Warum fällt es also Frauen so schwer, hat Beauvoir gefragt, sich zu behaupten und sich, wie sie selbst schrieb, zu befreien? Und ihre Antwort war ja so kurz wie präzise eigentlich. Sie antwortete, weil Frauen kein Wir seien, ja, weil Frauen keine Gruppe bilden würden, die sich von einer anderen Gruppe abgrenzen ließe. Sie bilden, so Beauvoir, auch keine Interessengemeinschaft, weil ihnen die gemeinsame Vergangenheit, Geschichte oder Religion fehlt. Mit Männern, ihren Unterdrückern, schreibt Beauvoir weiter, seien Frauen durch Wohnung, durch Arbeit, soziale Stellung, ökonomische Interessen und so weiter viel enger verbunden als mit anderen Frauen. Daher fehle es ihnen außerdem auch an einem räumlichen Miteinander, Zitat, vielmehr leben die Frauen verstreut unter den Männern. Ja, dieses lang ersehnte Wir ist nun in den Fotodokumentationen von Mayan Toledano Realität geworden. Nicht nur, wenn sie sich mit Schwesternschaften beschäftigt, wie in diesem Beispiel, sondern auch, wenn sie sich zum Beispiel mit Soldatinnen beschäftigt, die sie zudem unmissverständlich in ihrer Feminität zeigt, um natürlich auch zu signalisieren, dass selbst in einer männlich kodierten Kultur ein sich davon absetzendes Wir möglich ist. Oder auch, wenn sie die Girl-Kultur, von der ich schon gesprochen habe, von Teenagern vor allem, ins fotografische Visier nimmt. Hier sehen Sie nun die Bilder, mit denen Toledano im Netz auch zu ihrem heutigen Erfolg gekommen ist. Die Frauen ihrer Bildserie sind nicht nur, also ein weiteres Mal, ganz unter sich, sondern sie tragen sogar die Abwehr des männlichen Blickregimes als Slogans, zum Beispiel eben hier Feminist oder Don't Touch, auf ihre Unterwäsche, auf T-Shirts oder auf Pullovern. Adressiert ist es aber nicht an Männer, also nicht an das gegnerische System sozusagen, wenn man es so formulieren möchte. Gelesen werden die Slogans vielmehr von anderen Mitgliedern der eigenen Community, nicht nur innerhalb des Bildes, sondern eben auch dort, wo die Bilder Toledanos kursieren, nämlich im Netz. Und hier wird eben nicht einem Gegner etwas verboten, sondern es wird sich unter der Community versichert, welche Haltung man hat, welche Ansichten man vertritt. Also die eigene Kultur wird ausgestaltet und das ist ein weiteres zentrales Element von Empowerment. Damit ist durch soziale Medien etwas möglich geworden, was eben von den vereinzelt unter Männer lebenden Frauen in den 1950er Jahren noch sehr viel schwerer zu realisieren war, nämlich das Agieren als und in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Zitat: What is so great about the space we share online today is that it allows to ask us to creatively speak and express ourselves individually and as a group. Finding each other online as a community makes us feel less alone, sagte Toledano zum Beispiel einmal in einem Interview. Toledano war neben Avida Beiström, Maya Fuhr, Tanja Steglova oder auch Molly Soda Teil der von der kanadischen Fotografin Petra Collins 2010 gegründeten internationalen Plattform The Adorers, die sie als Netzwerk für Fotografinnen, Illustratorinnen, Stylistinnen und Models etablieren wollte. Und zwar als ein Ort, an dem man sich ja durch gegenseitigen Support bestärken kann und auch bestärken soll. Und im Vorwort des ersten gemeinsamen Buchprojekts schrieb Collins, ich zitiere sie wieder: I decided to create my own online platform and called it the Adorers, a word I made up that stems from adore, which means enthusiasm of passion. I wanted to create a space for girls like me to show their work and connect with one another.
I have allowed myself to make space to carve myself a new landscape, which I hope will be inclusive enough for others. Also Empowerment, das wird in diesem Statement ganz deutlich, bedient sich einer geradezu anti-avantgardistischen Rhetorik und Logik, die jedoch, so zeigt sich nicht erst heute, gerade in ihrer Neuartigkeit höchst attraktiv ist. Also statt von Kampf, von Zerstörung, von Bruch, ist hier von Enthusiasmus, von Leidenschaft, von Inklusion die Rede. Das bestätigt sich umso mehr in der Ästhetik, denn hier ist jetzt keine Ambition mehr vorhanden, die Sehgewohnheiten zu irritieren oder gänzlich in Frage zu stellen. Also die Bilder der Mainstream oder der Massenkultur werden nicht abgelehnt, sondern sie werden für die eigenen Zwecke instrumentalisiert und angewandt. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Bild der mittlerweile, ja zumindest im künstlerischen Bereich, bekanntesten Künstlerinnen des damaligen Adores-Kollektivs, Avida Beiström, die das Cover des Zeitmagazins im März 2019 schmückte. Und ja, eine populärkulturelle Ästhetik, die durch entsprechende Farben affirmiert wird und eine ebenso populärkulturelle Ikonografie angewendet hat. Denn also Sie sehen ja auch schon, dass das ist eine durchaus verbreitete Geste oder Pose der Coverfotografie, inklusive auch des ebenso verbreiteten, verführerischen, halb geöffneten Mundes. Und das wird nun angewendet auf ein Motiv, das heute offenbar noch immer zu Diskussionen führt, nämlich die Körperbehaarung der Frau. Die Dringlichkeit der Diskussion sei mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz gelingt hier Beiström die Ästhetisierung einer sonst ja nicht gerade beliebten und attraktiv inszenierten Körperstelle. Und in eben dieser Bejahung besteht nun auch ein weiteres wichtiges Element von Empowerment, das auch in journalistischen Medien vielfach artikuliert wurde und wird. Also die Bejahung oder mehr noch die Zelebrierung sonst negativer Zuschreibungen. Also hier sehen Sie einfach nochmal verschiedene Headlines, in denen eben Empowerment mit dem Begriff Celebration oder Feiern in Verbindung gebracht wird. Genau, und hier nochmal der dritte wichtige Punkt, die Bejahung und Zelebrierung sonst negativer Zuschreibungen. Negatives wird also positiv umgedeutet. Visuell gelingt das oftmals über die Affirmation bereits etablierter und für gut befundener Ästhetiken und Motive. So besteht auch, würde ich sagen, und ich sage das auch nur, weil das häufig kritisiert wird, dass eine gewisse Notwendigkeit darin, dass Beiström auf dem Foto attraktiv ist, auch wenn sie sich da jetzt zum Beispiel nicht so sehr als Model eignen würde, um diversere Körperbilder zu bewerben. Aber genau, für die Körperbehaarung ist es durchaus auf eine gewisse Art und Weise notwendig. Gut, auch auf der Bildebene geht es beim Empowerment also darum, den Opferstatus abzulegen, nicht die eigene Scham oder die eigene Beschämung sichtbar zu machen und damit anzuprangern, sondern eben ganz im Gegenteil, sich selbst bzw. die eigene Community als schön, als begehrenswert, als anstrebenswert zu zeigen. Das ist nicht nur im künstlerischen Bereich eine neue Strategie, sondern auch im populärkulturellen Bereich. Hier sehen Sie hoffentlich und hoffentlich fließend das Musikvideo zu Christina Aguileras Beautiful, das auf textlicher Ebene sehr empowernd ist. Sie singt You are beautiful no matter what they say und deshalb auch sehr wichtig für die LGBTQ-Community war und ist. Visuell allerdings die jeweiligen Stigmata der Protagonisten in den Fokus nimmt. Gezeigt werden in dem Video ein Transvestit, der sich gerade zurechtmacht, ein magersüchtiges Mädchen in Unterwäsche, das sich skeptisch im Spiegel betrachtet, ein homosexuelles Pärchen, das im lärmenden Stadtverkehr ganz offensichtlich kritischen Blicken ausgesetzt ist, ein Punk, der in einen Bus zusteigt und mit seiner bloßen Anwesenheit die neben ihm Sitzenden vertreibt, und ein Mädchen, das geschlagen wird. Also wir sehen die Protagonisten im Zustand ihrer größten Scham, ja, in all ihren Selbstzweifeln, in ihrer Trauer. Und damit wird deutlich gemacht, welche Konsequenzen die vorherrschenden gesellschaftlichen Konventionen, Rollenbilder und so weiter haben. Daher sind auch diese Darstellungen von großer Bedeutung. Dennoch bleiben darin die Protagonisten in ihrer Opferrolle verhaftet. Empowerment geht es vielmehr darum, sich fiktiv in eine Machtposition zu versetzen, die man natürlich eigentlich noch gar nicht hat, um in einem zweiten Schritt aus diesem Gefühl für die Möglichkeit auch Wirklichkeit werden zu lassen.
Als Bildstrategie geht es daher nicht oder nicht nur um würdevolle Darstellungsweisen. Es geht sondern vielmehr noch darum, die eigene Kultur als etabliert, als strahlend, als dominierend zu imaginieren. Vergleicht man zum Beispiel die Stills aus Beautiful mit Bildern des ja auch nicht mehr nur in den sozialen Medien erfolgreichen Fotografen Miles Lofton, fällt auf, dass zwar in beiden Fällen das Konzept Männlichkeit hinterfragt wird, allerdings auf die völlig unterschiedliche Art und Weise. Während Aguilera mit ihren Bildern ja die Klage ausspricht, dass Transsexualität nicht akzeptiert ist, nicht akzeptiert wird, versetzt Lofton Transsexuelle in eine Welt, in der man sie tatsächlich beautiful findet. Und dafür bedarf es, das ist zumindest mal eine Beobachtung von mir, meistens aber einer Absage an authentische oder an realistische Darstellungsweisen. Tatsächlich eint viele der NetzfeministInnen, die mit der Strategie des Empowerment arbeiten, dass ihre Sujets fiktionalisiert werden, ästhetisch überzeichnet werden, zunehmend auch grafische und fotografische Elemente miteinander verbunden werden, in denen ja der dokumentarische Charakter dieser Bilder dann auch von Beginn an schon negiert wird. Das hat zwar auch damit zu tun, dass die genannten KünstlerInnen meistens als Teenager tatsächlich begonnen haben, die für andere Teenager Bilder machen und die auch aus so einer ästhetischen Welt kommen. Doch von Anfang an wurde die Nutzbarmachung der Populärkultur, wie Sie die jetzt hier auch sehen können und wie sie heute natürlich auch im Netz gang und gäbe ist, von Anfang an wurde das aber als eine explizite Strategie reflektiert und auch als Methode kultiviert, könnte man sagen. Im Juni 2010 veröffentlichte die damals 14 Jahre alte Tavi Gevinson, heute ja, ist sie auch also Künstlerin, Schauspielerin, Schriftstellerin, bedient ein breites Spektrum. Und sie schrieb damals mit 14 Jahren 2010 einen Leserbrief an die Frauenzeitschrift 17, in dem sie schreibt, Zitat, Pop culture and media, two things teenagers particularly breathe, have a lot to do with what is expected of teenage girls. Und woraufhin sie dann später auch das sehr einflussreiche Magazin Rookie, das Sie hier nochmal in seinem Internetauftritt sehen können, gründete, in der dann die Populärkultur offensiv für die Bewerbung anderer, diverserer Ideale zum Einsatz kommen sollte. Und fast alle der heute genannten KünstlerInnen haben bei Rookie angefangen, ihre Bilder zu zeigen. Empowerment, so also ein weiteres wichtiges Merkmal, macht sich die Pop- und Mainstream-Kultur zunutze. Und das tut sie nicht nur, um die eigene Community als etabliert zu imaginieren, also sich fiktiv in die Machtposition zu versetzen, sondern auch, um damit eine möglichst große Öffentlichkeit zu erreichen, erleichtert man doch den Zugang zu unbekannten Themen und Communities. Am besten erreicht man ihn doch am besten über eine bereits bekannte und für gut befundene Ästhetik. Empowerment braucht also wie die Provokation auch eine Öffentlichkeit. Es braucht Dritte, die von den Bildern auch tatsächlich empowered werden. Wie es keine Provokation gibt, wenn die Reaktion darauf ausfällt, so gibt es auch kein Empowerment, wenn sich niemand davon motiviert oder dadurch besser fühlt. Dass die Bilder der genannten netzfeministischen KünstlerInnen auch tatsächlich empowern, das lässt sich gut den Kommentaren auf den Instagram-Accounts entnehmen. Dort heißt es zum Beispiel unter einem Bild von Avida Beiström, das Sie hier sehen können, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm going into high school in 2 days and I'm seriously self-conscious about my legs. This is what I need. Thank you again and again. Oder an anderer Stelle auch einfach nur wonderful leg hair. Nun besitzen die empowernden Bilder im Netz aber noch eine weitere wichtige Eigenschaft. Und zwar die unfreiwillige Provokation, unfreiwillig, eventuell Provokation des gegnerischen Systems, die sie in dieser Form und in diesem Ausmaß nicht ausprägen konnte, bevor es die sozialen Netzwerke gab. Also sie empowern nämlich nie nur die eigene Community, sondern sie provozieren zudem auch immer alle außerhalb der eigenen Community. Das ist deshalb jetzt erst möglich, da bei Bildern im Netz generell, so sehr man sie auch versucht, durch zum Beispiel Hashtags oder durch andere Kontextualisierungen versucht zu adressieren. Trotzdem kann man nie ausschließen, dass es nur Sympathisanten erreicht, sondern eben auch Gegner zu Gesicht bekommen können. Besonders wirksam erscheinen mir daher solche Bilder oder solche Werke zu sein, die auf der einen Seite die adressierte Gruppe empowern, aber gleichzeitig manchmal gewollt oder auch manchmal ungewollt all jene provozieren,
die nicht angesprochen sind. So finden sich unter Bildern von Frauen mit Körperbehaarung, so geringfügig sie auch ausfallen mag, zum Beispiel auch Kommentare wie, das ist wieder ein schrecklicher PR-Move, gibt der Frau einen Rasierer, ich kann dieses Foto förmlich riechen und so weiter und so fort. Aber letztlich entsteht nur auf diese Weise eben eine Debattendynamik, die bestimmten Themen, aber auch dem Empowerment selbst als Strategie überhaupt erst zur Sichtbarkeit in einer breiten Öffentlichkeit verhilft. Ja, über die eingangs gezeigten Selfies der Schwesternschaft beim Baseballspiel hätte ja in diesem Sinne niemand gesprochen, hätten sie nicht diejenigen irritiert, die das Ganze gar nicht explizit mitbekommen sollten und an die auch die entstandenen Selfies überhaupt nicht adressiert waren. Auf diese Weise konnten sich die Schwestern während ihrer empowernd gemeinten Selfie-Aktion aber einen ganz zentralen Effekt eigentlich der Provokation zu eigen machen, nämlich die Entlarvung derer, die sich provoziert fühlen. Also so wäre der Sexismus der Kommentatoren des Spiels nicht zum Thema geworden, hätten sich die Schwestern ihre empowernden Selfies einfach in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe geschickt, hin und her geschickt und wären nicht von der TV-Kamera erfasst worden. Die Provokation endet immer dann, wenn sie von der dominanten Kultur, wenn sie vom Mainstream, wenn sie von der adressierten Kultur vereinnahmt wird. Diesbezüglich hat Empowerment einen längeren Atem, jetzt erklärt sich auch die Zwischenüberschrift, einen längeren Atem, kooperiert sie doch von Anfang an immer schon mit dem Mainstream und profitiert von denen, die adressiert werden. Und oftmals ist das Provokative am Empowerment sogar nur eine Phase, also eine kurze Welle der Empörung, wohingegen das Empowernde am Empowerment eigentlich viel nachhaltiger ist und auf viel längere Sicht auch angelegt ist. Möglicherweise gelingt es also bald, und damit komme ich jetzt zum Schluss, Empowerment als eine Strategie und insbesondere auch als eine künstlerische Strategie ernst zu nehmen. Ich sage das aber auch ein bisschen mit Wehmut, denn bei meiner Beschäftigung mit dem Thema ist mir immer wieder aufgefallen, dass die beiden Strategien, also Provokation und Empowerment, wenn auch nur subtil, tatsächlich ebenfalls geschlechtlich kodiert sind. Also galt und gilt die Provokation eher als männliche Praxis, geht es eher ja, um so männlich konnotierte Ziele wie den Kampf, die Zerstörung, das Chaos. Gilt Empowerment eher so als weibliche Praxis, die sich durch das Bedürfnis nach Harmonie, durch Enthusiasmus, Positivität auszeichnet. Und insofern frage ich mich eben, ist es also nur ein Wehmutstropfen, dass es der Provokation immer noch bedarf? Und wahrscheinlich ja, ne, zumindest so lange, bis sich die Geschlechterpolarität kulturell und ästhetisch insgesamt auflöst, wovon wir allerdings trotz einer ganzen Reihe ja oft öffentlichkeitswirksamer Einzelfälle noch sehr weit entfernt sind. Und somit bin ich am Ende. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und freue mich gleich auf die Diskussion.